Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wie ihr sicher wisst, habe ich ganz viel die Schützenverbände und die Jagdverbände kritisiert. Und ich habe in den letzten anderthalb Jahren den Reservistenverband weitestgehend ausgenommen. Aus gewissen Gründen. Zum Beispiel auch, weil der Reservistenverband tatsächlich Sicherheitsaufgaben hat in unserem Land. Ja, und gerade erst neulich, habe ich ein Video gemacht über den Reservistenverband. Und wisst ihr was? Die Führung des Reservistenverbandes hat ein neues Feindbild. Mich. Es sind einige Zuschriften gekommen zu den Vorständen des Reservistenverbandes auf den unterschiedlichen Ebenen, dass der VDRBW die RAG in Schießsport im Stich lässt. Und die Antworten waren eigentlich alle gleich. Und sehr erschreckend. Also, lieber VDRBW und liebe Verantwortlichen davon, ihr nennt eure Mitgliederzeitschrift loyal und redet von Kameradschaft und lasst die RAG in Schießsport einfach hängen? Das ist echt enttäuschend. Und enttäuschend ist ein nettes Wort dafür. Die Antworten waren eigentlich alle gleich. Wir machen im Hintergrund. Sowas sagt man nicht öffentlich. Man redet darüber nicht öffentlich. Doch, lieber Reservistenverband, doch, ihr habt Flagge zu bekennen für den Schießsport. Ich weiß sehr gut, wie schwierig es ist, die Interessen des Schießsportes und des außerdienstlichen Schießwesens, was es leider praktisch überhaupt nicht gibt in Deutschland, zu vertreten. Da kriegt man nämlich richtig viel Gegenwind. Habt ihr nicht den Mut dafür, öffentlich dafür einzustehen, dass die RAG unterstützt werden müssen, dass das Sicherheitspaket jetzt die Rechte der RAG-Mitglieder massiv beeinträchtigt? Also, dann redet ihr euch raus und behauptet, ihr macht im Hintergrund eure Lobbyarbeit? Ich stelle euch eine Frage, welche denn? Was habt ihr denn erreicht? Was? Was habt ihr für die RAG in Schießsport erreicht? Was? Da redet ihr euch raus, dass ihr im Hintergrund aktiv seid? Das ist wirklich enttäuschend. Ihr bekommt Geld von euren Mitgliedern. Ihr bekommt Geld von mir und von vielen anderen. Was macht ihr damit? Also, ich habe eher den Eindruck, dass die Vorstände vom VDRBW es sich sehr gemütlich machen, ab und zu sehr nett mit einigen Abgeordneten Kaffee trinken, dabei das ein oder andere erwähnen und dann nachher behaupten, wir sind ja im Hintergrund aktiv. Mir reicht das nicht. Und ich weiß, dass es sehr vielen anderen auch nicht reicht. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ich war mal bei einer Bundeswehrveranstaltung und dann hat ein Vertreter des VDRBW den Reservistenverband vorgestellt. Da ging es nicht um den Schießsport, sondern um die Reservearbeit. Sobald der Vertreter des VDRBW aus dem Raum war, ist ein alter Feldwebel nach vorne getreten, ein sehr eindrücklicher alter Feldwebel, und hat uns allen eines ganz klar gesagt: Für die Reservistenarbeit müsst ihr da nicht Mitglied sein. Und er hat jedem von uns sehr ernsthaft ans Herzen gelegt, sich zu überlegen, ob wir überhaupt Mitglied werden. Puh, das war echt. Da sollte sich mal jeder des VDRBW fragen, warum dieser altgediente Feldwebel so etwas sagt. Also, es wurde eine Zeitenwende ausgerufen von unserem Bundeskanzler. Und wir wissen alle, dass diese Zeitenwende sehr zu wünschen übrig lässt. Und ich habe den Eindruck, dass der VDRBW wartet, dass Anweisungen aus der Politik kommen. Aber wisst ihr was? Die Zeitenwende ist das, was man selber draus macht. Ihr habt die Verantwortung, von der Politik was zu fordern. Ganz viele wissen zum Beispiel nicht, dass unbeorderte Reservisten nicht an neuen Waffen ausgebildet werden dürfen. Und da sind wir wieder beim Thema.
Es muss öffentlich gefordert werden. Man muss Flagge dazu bekennen. Wo hat denn der VDRBW sich öffentlich hingestellt und hat gesagt, diese Anweisung schädigt die Reservistenarbeit der unbeorderten Reservisten? Wie kann es denn sein, dass jemand, der engagiert ist, etwas für sein Land und zur Landesverteidigung tun will, damals am G3 ausgebildet wurde, überhaupt nicht mehr schießen darf? Er darf nicht mehr schießen in der unbeorderten Reservistenarbeit. Weil für das G3-Schießen braucht er keine Sicherheitsüberprüfung, fürs G36-Schießen dann schon. Wo macht das Sinn? Es ist eure Aufgabe, das zu kritisieren. Und ihr seid jetzt sauer auf mich, weil ich das anspreche. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Und als Mitglied erwarte ich, dass sich was ändert. Und liebe Mitglieder des VDRBW, macht eurem Verband mal Druck. Es liegt nämlich an uns allen, was zu ändern. An jedem einzelnen Mitglied, an den Vorständen, an der Politik, an der Bundeswehrführung. Es liegt überall. Und wenn so eine Zentralstelle hier, die genau diese Verantwortung hat, die Schnittstelle zwischen Bürger und Bundeswehr herzustellen, zwischen Bevölkerung und Bundeswehr, wenn die schweigt und sich einfach nur feige rausredet mit wir sind im Hintergrund aktiv und wenn man etwas von der Politik fordert, schneidet man den Gesprächsfaden ab, wie es der BJV-Präsident sagt. Das ist einfach Unsinn. Es ist eine feige Ausrede.